Mei, ist das Leben eine Freude. Super schön, wir können uns über nichts beklagen. Ein traumhaftes Wetter. Und wenn ich dann noch verrate, dass das Prinzregentenstadion die Eislaufsaison eröffnet hat, heute, sagt da jeder, bei 15 Grad geht man doch nicht zum Schlittschuhlaufen. Recht hat er. Und wenn ich dann überlege, dass am chinesischen Turm der Christkindlmarkt in Völster Vorbereitung ist, dann sagt man, Christkindlmarkt, Glühwein, ein Bier trinkt man am Turm und ein Mass und zwei und drei und vier. Dazu fressen wir der Stier und heute bei mir am Standl. Nicht nur einer, sogar zwei wunderbare, pfennigurte Gäste. Und normal darf man jetzt über Fußball reden, da fällt mir bloß ein, dass FC Bayern 1 gegen Dortmund verloren hat. Jupp, Henke, jetzt muss ich mit dir mal hart ins Gericht gehen. Wie kann man denn den Robben von Anfang an einwechseln? Ha? Der war doch verletzt, wochenlang. Den tue ich doch die letzten 20 Minuten ein, wenn es nicht laufen sollte. Und dann Bayern-Spieler, gell? Daheim in eigener Stadion, 6.000 wahnsinnige Fans hinter euch. Und dann Fouls. Bayern 10, Dortmund über 20 im eigenen Stadion. Den ich heute durch in Taxenleiter schäbert, den ich muss ich schneiden am Kaffee nicht umgekehrt. Also, leichte Kritik, leichter Vorbau von Bayern, aber sie sind halt immer noch Tabellenführer. Und jetzt kommt einer, da schaut's noch, in voller Pracht steht er da. Unser Josi, rauchend, trinkend, hurend, wie man kennen. Josi, grüß dich Gott. Ich sage eben zuerst einmal Servus und Habaderi. Du weißt das noch, wie man sagt, gell? Ja, sicher, ein bisschen ein Joint muss sein. Ein Joint muss sein und wenn für Gesundheit. Für ja. Gesundheit. Ja. Josi, wie bist du gesundheitlich benannt? Sehr gut. Wie ist dein Therapeut mit dir? Ja? Ich bin ja bloß arbeitsunfähig und das seit meiner Geburt schon. Jawohl, was ist mit deiner Hand, Josi? Da schau hin. Mein Therapeutin ist ein feines Mädel, die ist 22 Jahre alt, heißt Sandra. Ja. Und weißt du, was ich dir eben sage? Nein. Heute wieder sowas, ja. Sag ich, Sandra, ich bin so stolz auf mich. Ja. Weil irgendwas ist doch an mir steif. Und wenn es bloß von der rechten Hand der Daumen ist. Jawohl. Sag ich, da bin ich sehr stolz. Ja. Hoffentlich bleibt er auch recht lang steif. Gut. Jawohl. Man sagt ja nicht. Josi, ganz München, die ganze Welt wartet wieder auf einen Witz. Und ihr hast einen Witz mitgebracht. Einen Witz. Zwei Späße treffen sich auf der Straße. Dann sagt der andere, jetzt haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Ja. Jetzt gehen wir zu mir heim, weil ich habe einen Kasten Bier heim. Ja. Sagt der andere, das ist ganz gut. Ich habe sowieso einen Durst. Ja. Dann ging er heim, dann möchte er seine Wohnung aufsperren, hat er den Schlüssel vergessen daheim. Sagt er, das ist kein Problem. Sagt er, weil meine Alte, die ist jetzt im Bett, weil es schon spät ist sowas. Ja. Und die lässt über den Balkon die auf. Ja. Dann müsste man halt über den Balkon in die Küche reingehen, in den Kühlschrank, wo der Kasten Bier drin ist. Ja, genau, ganz einfach. Dann sind sie reingegangen und dann sagt er, aber eins hätte ich mal vergessen. Leise sei, dass meine Frau nicht aufwacht. Jawohl. Der Teufel war los. Ja. Ja, dann ging es miteinander rein, dann schaut der andere Späße hin, dann sagt er, du schau mal genau hin. Deine Frau schlaft schon, aber neben dran, da ist ja ein Mann, der schlaft mit. Sagt er, sei ganz leise, sagt er ja. Und sag ja nichts, sowas, ja. Weil wenn der aufwacht, sowas, der sauft uns den ganzen Kasten weg, sowas, ja. So schaut es nämlich aus dem Schürzchen. Also seht ihr selber, der Josi ist wieder wir, ich und ihr, dann haben wir natürlich noch Micha. Micha gehört zu uns, unser Löwen-Micha. Grüß dich Gott. Du warst in Ingolstadt, haben wir gehört. Ich war in Ingolstadt, es war fundig, war super Stimmung und wir haben gewonnen. Und mit wem bist du mitgefahren? Ich bin mit dem Fanclub Hohenschwangauer Hof mitgefahren, natürlich vermittelt durch die Christel, da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Mit der Christel aus dem Löwenschüber, die ist nämlich fundig, da wenn man hingeht, hat irgendwelche Sorgen. Christel regelt alles, die hat dafür gesorgt, dass der Micha spontan am Freitagnachmittag nach Ingolstadt kommt. Schäfer raus haben sie geschrien und gute Stimmung. Gute Stimmung, 1-0 gewonnen. Wunderbar, und dann hat die zweite auswärts leider verloren. Die Deppen, hätte ich mal gesagt, nein, das kommen wir schon mal bei Frankfurt. Dann hat die dritte. Die hat gewonnen gestern. Die hat gewonnen gestern und sind Tabellenplatz 3. Genau. Schnuppern nach oben hin und die vierte. Die vierte hat leider verloren. Die haben 3-1 geführt und haben dann noch 4-3 verloren. Leider. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Vierte. Und wir haben am 26.11., das ist kommenden Samstag, da ist ein absolutes Highlight. Was ist da? Wir gründen die OS, mehr sagen wir nicht. OS 1860 München. Nächsten Montag erfahrt ihr mehr. OS 1860 München. Und das wird der absolute Hammer. Und der absolute Hammer ist das Wetter für den nächsten Tag. Temperaturen 12 bis 15 Grad. Milde Temperaturen. Schlittschuhfahren per se, Christkindlmarkt per se, ein Bierdringer immer. Bierdringer ist ein guter Vorschlag, oder? Dieter, ist heute der 21. Ja. Da hast du einen Gruß. Nein, du hast immer. Ja. Lena hat Geburtstag heute von der Oettingenstraße. Ja. Ja. Und Lena, treib's nicht zu bunt, feier gut sowas. Ja. Gruß an deinen Buben, gell? Jawohl. Vierte, servus. Lena, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Micha, wir sind bald wieder beieinander und Lemi ist erfreut. Auf jeden Fall. Wunderbar. Johe, juhu und jo Peinkes, wenn es mal wieder irgendeine Einwechslung. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Josi und Robben? Nein, erzähl mal. Nein, Josi kann man immer bringen und dann Robben erst einwechseln. Genau. Wunderbar, ganz einfach. Fährt euch gut. Johe, juhu. Schöne Mädeln. Oh, Mädeln, schön. Gold.